Hallo, ich grüße euch zu einem kurzen Video zu den neuen Blueprix R72 Gleisen. Und ich habe die heute bekommen und habe jetzt hier schnell ein Testlayout aufgebaut mit allen drei Radien, innen die R40, danach die R56 und als durchgehendes Oval die R72. Ganz außen seht ihr noch mit flexiblen Gleisen aufgebaut eine circa R86. Die neuen R72 sind insgesamt 32 Elemente, das heißt pro Halbkreis braucht man 16. Von den R40 und R56 braucht man jeweils 8 pro Halbkreis. Und von den flexiblen Elementen habe ich jetzt pro Viertelkreis 32 Einzelelemente. Das heißt, man bräuchte 64 pro Halbkreis bzw. 128 pro Vollkreis. Ich habe mal die in China bestellt und mit diesen flexiblen Gleisen könnt ihr minimals die R40 darstellen und maximal, ja, wenn man so will, R gleich unendlich, also eine Gerade darstellen. Die Verbindung der drei Blueprix-Gleise habe ich eben jetzt durch Weichen gemacht. Ich habe es jetzt nicht so aufgebaut, dass es jeweils sich ein volles Oval bei R40 und R56 ergibt, sondern habe die enden lassen an Blueprix Pollern, nee, Puffern, sorry. Und um jetzt volle Ovale zu machen, hätte ich halt noch einige Weichen entgegengesetzt bauen müssen. Das seht ihr in dem Video über die R56 im Vergleich zu den R40, da habe ich das so gemacht. Man kann also auch mit den normalen Weichen im Grunde genommen Vollovale zusammenbauen. Besser wird das natürlich möglich sein, wenn Blueprix dann die Kreuzungsweiche bringt, die ja jetzt in Vorbereitung ist, was aber wohl noch ein paar Monate dauern wird. Also dann wird es eleganter und auch von der Funktion her mit Sicherheit besser. Mit diesen Doppelweichen hat man ja in dem letzten Video gesehen, ist etwas schwierig, gerade wenn es jetzt so eine etwas empfindliche Lok wie die Big Boy ist. Die seht ihr ja in der Mitte stehen. Unten habe ich wieder für den ersten Test den Tender der Big Boy und als Antrieb den Tender der BR01, wie gehabt. Und da werden wir erstmal schauen, wie die fahren, ob die Weichen funktionieren und danach machen wir unsere Testfahrt mit der Big Boy. So, jetzt lasse ich die Testfahrt gleich auf dem neuen R72 Gleis fahren. Ich habe in Stufe 2 meine Fernbedienung und fährt flüssig. Vor allem sieht man auch kaum eine Verlangsamung in den Kurven. Das ist also schon mal eine deutliche Verbesserung gegenüber den anderen Radien. So, ich habe die Weiche umgestellt. Jetzt würde auf die R56 fahren. Stufe 2 wieder. Fährt auch dem Radius recht flüssig. Da muss ich jetzt nur darauf achten, dass wir ja nicht durchfahren können. Fahren wir wieder zurück, auch wieder in Stufe 2. Da merkt man beim Anfahren, dass er doch einen höheren Widerstand zu überwinden hat. Wenn er dann mal in Schwung ist, geht es schon eher. Aber dann möchte man fast eher in Stufe 3 schalten. Aber ich bleibe jetzt in 2, um einen Vergleich zu haben. So, jetzt habe ich die zweite Weiche auch umgestellt. Jetzt müsste er auf den R40 Radius durchfahren. Da sieht man schon, wie er hin und her schwingt.
und sehr weit rausgeht aus der Kurve. Ich habe jetzt wieder Stufe 2. Man sieht, wie er sich da abquält, um einigermaßen um die Kurve zu kommen aus dem Stand raus. Ich kann ein bisschen Schwung aufnehmen. Na, okay, er packt es gerade so auf Stufe 2. Okay, und jetzt probieren wir mal noch die R88, also immer 16 drauf. Die ist natürlich jetzt nicht hundertprozentig gleichmäßig geformt. Da hätte ich mal ein bisschen mehr Mühe geben müssen und mit dem, entweder mit entsprechenden Plates schauen, dass überall der entsprechende Abstand von 8 Noppen zwischen den Gleisen ist. Aber ich habe es so ungefähr gemacht. Aber die sind natürlich auch insgesamt deutlich unruhiger zu fahren. Und jetzt ich werde jetzt mal umstellen und dann schauen wir mal. So, gehen wir wieder auf Stufe 2. Jetzt fährt er jetzt drüber, jetzt geht er da ab. Aber man sieht, dass also hier wirklich schön fährt und der Tender jetzt kaum noch rausschwenkt. Man sieht, wie das Vorderteil hier hin und her wackelt. Das sind Zeichen für diese ganzen Einzelelemente. Wie gesagt, ein Viertelkreis sind allein 32 Einzelelemente. Dass die alle doch ein bisschen gegeneinander verschoben sind, weil ja die alle mit dem Drehgelenk untereinander verbunden sind. Die Testfahrt der Big Boy ohne eigenen Tender auf R72 sieht gut aus. Fährt schön smooth um die Kurven herum. Ich kann es hier auf dem Radius jetzt auch deutlich schneller fahren lassen. Habe jetzt circa auf Stufe 6 auf der Fernbedienung. Zum Abschluss dann die komplette Kombination aus der Big Boy, hinten dran der Original Tender zu Big Boy und als Antrieb der Tender von der BR01 und das Ganze auf der R72 Gleisanlage. So, was bleibt als Fazit? Selbst der R88 ist, was die Optik angeht,
noch nicht optimal, dementsprechend der neue R72 von Bluebricks ebenfalls nicht. Das Fahrverhalten ist aber auf jeden Fall deutlich besser. Daher Empfehlung.